Ja, hallo und guten Abend. Bei mir ist Nacht, weil Silent Hill spielt man nicht bei Tag. Und ich mache das Ganze hier über den Emulator. Ja, ich habe ein paar Einstellungen vorgenommen. Mal sehen, ob es irgendwie anders aussieht. Man muss ja immer ein bisschen rumexperimentieren, wenn man das tut. Halt, halt, Moment, Moment. Jetzt kommt gleich wieder das Intro. Ich war gerade in Optionen. Ich merke schon, der Xbox One Controller reagiert sehr, sehr schnell auf solche Aktionen jetzt hier. Und mal sehen, ich starte einfach mal auf Easy. Ja, egal. Ist ja egal. Ich habe das die Lautstärke. Ich hoffe, das klappt. So. Also, ja. Wir sind im Auto. Ich kenne das Spiel nicht wirklich im ersten Teil. Schande über mein Haupt, wirklich ist es wahr. Ich kenne ihn nicht. Weil ich hatte damals keine PlayStation 1. Ich hatte einen Sega Saturn, was ja dann auch zum Scheitern verurteilt war. Ich weiß nicht, ob es für Sega Saturn das Spiel gab. Keine Ahnung. Das sieht ja noch sehr verpixelt aus. Ist das normal? Kann ich die Pixel auch ganz abstellen eigentlich? Ja. Oh, das sieht ja wirklich nach. Oh, Cheryl, wo könntest du sein? Das ist merkwürdig. Es ist still, zu still. Ja, es ist mir meiner Meinung nach zu pixelig. Aber es ist ja auch nur ein angespielt mit dem PlayStation 1 Emulator. Ja, Steuerung. Ja, okay. Jetzt muss ich mal schauen. Ah. Kann ich mich auch umschauen? Nein. Gut, okay, ich habe keine Karte von diesem Ort, ja. Muss ja auch irgendwie rennen können, oder? Schritte. Schritte, Schritte. Aber die Stadt sei natürlich auch immer schön gleich dargestellt, fällt mir auf. Ja. Okay. Das scheint Cheryl zu sein. Ich muss mal auf die Uhr schauen, nicht, dass ich zu lange Cheryl? anstehe. Is that Cheryl? Nein, das ist sie nicht. Das ist sie nicht. Weiß nicht, ob jemand auch schon die Filme gesehen hat. Ich warte ja immer Where are darauf, you going? dass es einen dritten Teil gibt, von den Filmen Silent Hey, Hill wait! und Silent Hill Stop! 2. Waren sehr gute Filme. Waren endlich mal Horrorfilme, die wirklich richtig gut gemacht waren. Das heißt Horror, es ist ja mehr Silent Hill. Wie rennt der denn? Ich bin jetzt gerannt. Ah, ja. Okay. Aber ich glaube, die Pixel, die kann ich noch etwas abstellen. Irgendwie muss das gehen. Ja, ich renne mal hinterher. Ja, den Garagenhof kenne ich. Der war auch. Ja, genau. Der ist immer gleich alles. Ist Silent Hill. Auch bei Silent Hill Downpour. Das habe ich auch. Das habe ich zum Beispiel von Anfang bis Ende durch. Ist ja in dem Film in Silent Hill, dem zweiten Film zum Spiel. Ja, da ist ja dieser Knastbus in Silent Hill reingefahren. Zum Ende, bevor die Schrift kommt. Und da denke ich mal, dass es auch so gemeint ist, dass Downpour so ähnlich daran anknüpfen wollte. Ich weiß es nicht. Also, ich könnte mir vorstellen, Silent Hill Downpour, dass das. Ja, jetzt lauf mal richtig. Nach wie vor. Panzersteuerung komme ich nicht unbedingt so klar. Es ist zwar nicht so wie bei Resident Evil, das ist jetzt extrem. Ah, man hört's schon, ja, alles klar. Ja, ich laufe mal, bis das erste passiert, was es eh passieren muss. Ich laufe zwar jetzt unkontrolliert. Bin ich zurück? Nein, also. Nein, ich bin richtig. Komisch, es wird dunkler. Oh, nein, da kenne ich ja gar nichts mehr. Ah, ja, naja, das ist immer noch besser als nichts. Okay. Nein, es ist leicht anders wie die Panzersteuerung. Es steuert sich besser. Man hat sich wirklich Gedanken gemacht. Ah, naja, der obligatorische Rollstuhl. Den es wahrscheinlich auch überall gibt, in jedem Horrorfilm. Krankenbett mit Blut. Ja. Und jetzt geht ja die geile Musik los, wo alles gleich im Wahnsinn versinkt. Im Silent Hill Wahnsinn. Bin ich jetzt hier? Wo bin ich? Ah, okay.
Überall Blut, überall. Ja. Ich sehe tote Menschen. What is this? Ja, was ist das? What's going on here? Keine Ahnung, Mann. Ja, kann ich noch was machen? Ich komme hier nicht raus. Ich kann, ich weiß nicht, wie ich zuschlagen. Ich weiß es nicht. Ich will rennen. Wenn ich zurückrenne, bin ich dann wieder weg von dem etwas, was mich angreift. Oh, hier ist ja wirklich alles. Versperrt den Weg. Ein Zaun versperrt den Weg. Ach, shit. Ah, ich glaube, das bringt nichts am Anfang. Das ist am Anfang so. Ich kann mich erinnern, habe in YouTube schon ein paar Dinge gesehen. Und das ist einfach so, dass man da nicht stirbt, sondern irgendwo aufwacht. Ich glaube, wenn das war, der erste Teil ist am Film mit angelehnt. Ja, genau. Genau. Ja, so ist das. Ja. Geil. Geile Sache. Was I dreaming? Mann, oh Mann, ey, ist das verpixelt. How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself. Uh-huh. Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. Sorry. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on. That's all I know. What's your name? Harry. Harry Mason. Sybil Bennett. I'm a police officer from Brams, the next town over. The phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there. In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? No. Take this, and hope you don't have to use it. Now listen to me. Before you pull the trigger, know who you're shooting. And don't do it unless you have to. And don't go blasting me by mistake. Got it? Yeah, thanks. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Ah.
Oh Mann, jetzt stellen wir gerade eine Frage. Die Unterhaltung musste ich mal lassen. Das ist ja die erste überhaupt, wenn man auf die Sheriff-Frau, Dame, Polizistin da trifft. Ja, das muss ich lassen, weil es ist einfach schön. Aber trotzdem, war das wirklich damals so verpixelt? Also ich weiß nicht. Also das scheint die Originalauflösung zu sein, trotz Emulator. Vielleicht geht's ja irgendwie, dass man es noch irgendwo verändern kann. Aber so wie der hier rumwackelt, also war das echt so? War das so? Ich kann mich kaum noch erinnern. Da muss ich wirklich, da müsste ich jetzt meine Original PS1 oder meinen Sega Saturn. Ich habe die Konsolen ja alle da. Ist ja nicht so, also ich benutze ja keine Emulatoren, wenn ich es nicht vorher schon besessen hätte. Hab ja sämtliche Konsolen hier. Aber ob es wirklich so aussah, ich kann mich nicht erinnern. Aber mit diesen Worten möchte ich euch erstmal stehen lassen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit, in alte Zeiten, in schöne und gute Zeiten. Und ja, das sollte keine RTL-Werbung sein. Okay, ja, in Zeiten, wo Silent Hill wirklich total die Welt der Videospiele verändert hat. Und ich finde es geil. Ich finde das Intro geil. Falls ihr das sehen wollt, auf meinem Kanal habe ich es hochgeladen. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis denn. Und ich bin weg und ciao.